Moin, moin, liebe Filmfreunde. Ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und man sieht, ich habe Besuch von Dave. Ja. Von Dave's Movie Place. Ja, und ich wurde ja von einem Abonnenten gebeten, bei der Kriegsfilm Watchlist ne, das Review zu der Soldat James Ryan, also Saving Private Ryan. Mhm. Wäre mal ganz interessant. Und ich habe gesagt, wen es interessiert, dann mache ich mal eins. Ich habe da jetzt tatkräftige Unterstützung. Der gute Dave ist zu Besuch. Ja, ich hatte das vorgeschlagen, weil du sagtest, du wolltest generell noch ein bisschen mehr dazu sagen als in der Overview. Ja. Und ich habe gesagt, Alex, ich kenne den Film auswendig. Wenn es dazu kommt, kann ich auch noch ein bisschen was dazu beisteuern. Ja, da wollten, Interesse. wollten wir das natürlich gleich nutzen. Und ja, bevor wir loslegen, hier unten, ihr kennt den ganzen Kladderadatsch. Na, funktioniert das überhaupt? Weiß nicht, am Anfang des Videos. Ich mach's immer am Ende. Und ich hab's auch immer am Ende gemacht. Schleift ein bisschen. Ja, das Problem ist, am Ende, wenn du die Leute hast, die dann nicht bis zum Ende durchgucken, die wissen es ja gar nicht, dass man das möchte. Dann werde ich das mal ausprobieren bei mir. Ja, weil ich weiß, könnt's beobachten. Aber so nicht. Man kann natürlich auch Leute ein bisschen nerven. Ja, das am Ende sehen es einige nicht. Am Anfang sieht es jeder, aber ich glaube, die meisten ignorieren es eh. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt machen muss. Das stimmt. Dann würde mir beim Rendern und Schneiden Zeit sparen. Ungefähr eine Minute. So lang. Ja. Ja, gut, ja, ich kann es nachvollziehen. Ja. Ja. Na gut, wir wollen uns ja mit der Soldat James Ryan beschäftigen. Ich muss mal auch ein bisschen näher rankommen. Sieht das hier mal aus, als ob ich so sonst wo bin. Ja, erstmal, der Film an sich ist ja 98 rausgekommen und ein Riesenhit gewesen und für viele gleich, ja, beste Antikriegsfilm aller Zeiten. Ne? Man kennt den Hype, der dann ja immer entsteht. Ja. Und ja, auch man sieht es hier nochmal, 5 Academy Awards. Ich will jetzt mal behaupten, Oscars bedeuten zwar nicht viel, aber manchmal nicht zeichnen mehr. Nee, nicht mehr, aber manchmal zeichnen sie auch gute Filme aus. So, das Ding ist, ich habe es ja in der Overview angedeutet, ja, der ist schon geil, der Film, aber ein paar Problemchen hat er. Aber gut, ja, würde ich erstmal sagen, worum geht's hier? Ne, für die Leute, die es noch nicht wissen, spielt im Zweiten Weltkrieg und zwar, weil ja, fängt es mit der Invasion beim D-Day an in der Normandie. Und ja, da sind ein paar Leute gestorben aus einer Familie von halt diesem Soldaten James Ryan und eine Truppe, die den D-Day damit überstanden hat, kriegen dann halt den Auftrag, sich ins Feindesland reinzukämpfen und diesen James Ryan zu finden und nach Hause zu holen. So, das Ganze, das basiert ja auf wahren Tatsachen und soweit ich das mal mitgekriegt habe, ist das ja tatsächlich so, diese Regel in der US-Armee, wenn da irgendwie in einem Krieg mehrere Geschwister fallen, würde man halt diese letzte überlebende Person wohl abziehen. Irgendwas in der Richtung gab es da tatsächlich. So wie ich es mitbekommen habe, das, was hier tatsächlich in dem Film dargestellt wird, basiert zwar auf dieser Regel, aber ich glaube nicht wirklich auf einem wahren Fall. Also ich habe das mal recherchiert. Bestimmt auch nicht 1:1. Ja, Minato versucht gerade das Fenster zu kratzen, damit es schön quiekt. Naja, nee, also deswegen hier Tom Hanks zieht dann seinen Mann los, um Matt Damon zu retten. Matt Damon. Er ist eigentlich ein guter Schauspieler. Ja, hat sich herausgemacht seit Interstellar. Also hat auch vorher schon ein paar gute Sachen. Also ich bin da auf ihn aufmerksam geworden. Und dann kam der Marsianer und dann... Ja, Marsianer war klasse. Dogma. Na, aber gut. Zurück zum Thema. Minato quietscht schon, weil wir vom Thema abschweifen. Das bleibt nicht aus, wenn wir zu zweit sind. Also man muss, glaube ich, gar nicht großartig drüber reden, dass gerade diese Schlachtszenen, gerade am Anfang und am Ende des Films, ich glaube, so gut wie Steven Spielberg hat kaum jemand bisher... Krieg eingefangen filmisch, oder? Das stimmt. Also, ich kann mich auch noch erinnern, als ich jugendlich war, so um die 2000er, dann auf VHS, die hat sogar bei uns in den Haushalt, kam die mit rein, obwohl wir mit Kriegsfilmen überhaupt nichts zu tun hatten. Aber als Jugendlicher muss ich mich schuldig bekennen, da nur die Schlachten angeguckt und vorgespult zu haben. Also die rennen da rum. Der hat ja auch ordentlich Laufzeit. Ne, und 169, glaube ich. Ja, also fast 3 Stunden. Und da hast du ja als actionsüchtiger Jugendlicher nicht so die Lust, dir die Handlung anzugucken. Das wäre eine Menge TikTok-Videos. Oh ja. Obwohl, so viel Gesprächshandlung ist eigentlich auch nicht, wenn man sich denn wirklich mal bewusst als Erwachsener anguckt. Ja.
Naja, also das Ding ist, diese Schlachtenszenen hat Spielberg natürlich grandios inszeniert und es gibt wenige Kriegsfilme, selbst heute noch, die das so bombastisch einfangen. Ja. Mein 1917 haut auch rein. Da muss ich noch reingucken. Ja, der ist klasse. Naja, oder auch einige oder andere. Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge, ja. Nur der hier hat natürlich zu dem Zeitpunkt einen Standard gesetzt, der auch heute immer noch Standard ist. Und es ist ja nicht nur, dass das klasse inszeniert ist und actionreich ist, es ist halt wirklich brutal. Aber es fängt auch die Intensität der Schlacht wirklich großartig ein. Mhm. Nur, das ist halt alles klasse. Und das ganze Drama, was da aufgebaut wird, ist ja an sich auch passig. Was mich tatsächlich, und das ist so dieser Knackpunkt, wo ich gesagt habe, so ein bisschen Abzug in der B-Note hat der Film bei mir. Ich habe das Dave vorhin schon beim Grillen erklärt, wieso ich das so sehe. Oh, ja, Fresskoma, wir schwitzen auch schon. Also, es ist halt auch warm. Nein, das Hauptproblem tatsächlich für mich ist, ein Antikriegsfilm soll ja eigentlich den Schrecken des Krieges zeigen. Und die besten Antikriegsfilme brauchen dafür eigentlich nicht mal eine Kampfhandlung zeigen. Das stimmt auch. Ja. Und ist gut, wenn ich den D-Day einbaue, dann muss ich die Kampfhandlung zeigen. Die spielen hier auch storytechnisch definitiv eine Rolle. Wenn ich aber einen Antikriegsfilm habe, muss der natürlich auch von der Message her passen. Und da reicht es nicht nur, den Schrecken der Schlacht zu zeigen, weil sonst wäre jeder Kriegsactioner, der brutal ist und das nicht ganz so heldenhaft darstellt, auch ein Antikriegsfilm. Und für mich gehört auch dazu, entweder, wie zum Beispiel bei Wir sind Helden, wo Wir waren Helden, das ist ein furchtbarer deutscher Titel, im Englischen heißt es auch nur We Were Soldiers. Ja. Beide Seiten zeigen, auch wenn das da ein bisschen Alibi-mäßig ist, entweder wirklich beide Seiten zeigen den Konflikt und zeigen, dass beide Seiten sich nicht mit Ruhm bekleckern, oder ganz stumpf eine Seite, die Protagonisten stellen, wirklich darstellen und deren Erlebnis des Ganzen zeigen, die andere Seite aber anonym lassen. Und man braucht nicht drüber diskutieren, dass natürlich das Dritte Reich während des Zweiten Weltkriegs, also das waren nicht die Good Guys. Ne? Bei manchen Kriegen oder meisten Kriegen kann man ja sagen, aus der Sicht, Dritte Reich kannst du da nicht rechtfertigen. Das Blöde ist, ohne die Wehrmacht hier in Schutz nehmen zu wollen, ich fand es halt ein bisschen ungeschickt, dass man hier den einzigen Feind oder Feindessoldat, den man tatsächlich charakterisiert und einbaut, dass es ja eine Wehrmachtssoldat ist, den sie dann gefangen nehmen und dann laufen lassen. Na, obwohl, eigentlich wollen die alle erschießen. Tom Hanks Charakter kann sie dann überzeugen, das nicht zu tun. Wo ich jetzt mal behaupte, die meisten hätten es in der Realität wahrscheinlich getan, wenn sie dann mit 5, 6 Mann rumrennen, einen Soldaten gefangen nehmen. Ja. Na? Gut, dass Tom Hanks Charakter das nicht zulässt oder zulassen möchte, ist vollkommen in Charakter, passt perfekt. Aber wäre gar nicht schlimm gewesen. Die Diskussion zeigt ja auch schon, dass das hier nicht so lupenreine Helden sind. Was ich dann halt unpassig fand, dass genau dieser Soldat später wiederkommt, das ist per se nicht das Problem, sondern dass der dann halt auch noch in 1, 2 Szenen verwickelt ist, wo man ihn wirklich zum reinen Antagonisten stilisiert. Vom dramatischen Effekt oder dramaturgischen Effekt funktioniert das. Widerspricht sich aber mir ein bisschen mit der Antikriegsmessage, wenn der einzige Wehrmachtssoldat, den ich charakterisiere, dann auch wirklich noch so eine brutale Bestie ist und so. Und ja, ist ja schon fast schon pervers, diese Szene, wo, wie hieß er nochmal, der Junge, muss ich hier selber nochmal gucken, ich vergesse immer, wie der hieß. Er ergreift ja die Flucht. Nee, der eine ergreift ja die Flucht, der guckt ja zu, wie der andere umgebracht wird, weil der ihn ja ersticht, der Soldat. Der Jude war. Ja. Und das fand ich halt so ein bisschen, das ist an der Stelle klasse, weil viele sagen ja, da muss der doch eingreifen und regen sich über den auf. Da sieht man wieder, Spielberg macht das brillant. Der ist so in Schockstarre, der kann da nichts gegen tun. Nur dass da dann der deutsche Soldat so pervers so, und so richtig mit Freude und so. Ja. Ich glaube nicht, dass das wirklich im echten Kriegsgeschehen jemand mit so einem Spaß gemacht hätte. Das ist ein Überlebenskampf für beide Seiten. Und ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Abzug in der B-Note. Nur das widerspricht für mich so ein bisschen dem Antikriegscharakter, den der Film hat. Und ich hasse es ja auch mal, wenn Sachen gehypt werden. Und der Film wurde halt sehr gehypt. Und bester Antikriegsfilm aller Zeiten für viele. Und da muss ich sagen, so ein Kram, dass es an einigen Stellen wirklich sehr schwarz-weiß ist und dann nicht nur aus der Perspektive der Protagonisten, sondern für den Zuschauer auch schwarz-weiß dargestellt wird, das haben die ganz, also wirklich Apocalypse Now, The Deer Hunter, Platoon, da hast du das nicht so.
Das ist nicht so schwarz-weiß. Nee. Und da muss ich sagen, das angeht nicht, nee. Da muss ich sagen, wenn ich dann natürlich diese Werke mit ranziehe oder so einen Film wie Brotherhood, ne, Taeguki, diesen koreanischen Antikriegsfilm, der dann wirklich beide Seiten in einem schlechten Licht dastehen lässt, das ist für mich dann wirklich Antikriegsfilm. Und so gut der Film das hier an vielen Stellen macht, das sind so ein paar Szenen, wirklich nur ein paar Szenen, die das dann so ein bisschen rausreißen. Es sind leider ins Negative. Bleibt ein klasse Film für mich, aber das war so der Punkt, was ich meinte, ne, wo ich ein bisschen im Detail drauf eingehen wollte, warum ich das manchmal ein bisschen kritisch sehe. Ne, also deswegen, ich bleib dabei, es ist ein toller Film, ich kann mir ihn auch immer wieder angucken, ah, das ist, stößt mir immer so ein bisschen sauer auf. Ne, wäre es ein Kriegs-Actioner, würde ich scheiß drauf. Ne, aber bei einem Antikriegsfilm, den alle auch so hochhalten, ich weiß nicht, wenn Dave hier schon sitzt, kann Dave ja mal sagen, wie er. Also ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, weil, ja, sonst hätte ich dich ohnehin nicht gefragt, was ist, ja, was dich halt an dem Film stört, aber das hat mir dann, ist mir dann vor ins Ohr eingeleuchtet, als du es mir erzählt hast. Weil so habe ich die Szene nämlich auch noch nicht gesehen. Die paar Minuten. Müssen hier auch ganz ehrlich sein, das ist jetzt nicht von, dass das von einem das Ganze von einem großartigen Film zu einem mittelprächtigen macht. Nee, das um Gottes Willen. Nicht. Dafür ist Spielberg, was die Inszenierung angeht, viel zu perfekt. Natürlich auch emotional sehr manipulativ, aber das ist halt Blockbuster. Aber der hat jetzt nicht so viel Musik drin, nee, die aber einen dann noch irgendwie. Die Anfangsszene alleine, wenn du das im Kontext siehst, das ist auch sehr manipulativ. Mhm. Man denkt ja eigentlich, dass man da Tom Hanks hat. Das wird ja so dargestellt. Ja, das stimmt. Mit seinen kurzen Visionen sind es ja nicht, aber mit seinem Hörsturz, den er da hat. Ja. Und wenn du dann mitkriegst, dass das, wer das ist. Und wenn man sich manche Originalaufnahmen vom D-Day anschaut, sieht man, dass das Ganze das ist bei weitem nicht so ausgesehen hat, wie es im Film dargestellt wird. Ja. Das war alles ein bisschen großflächiger und es lagen jetzt auch nicht so viele Leichen dort. Nee, das also ich meine, gut, das war ein großer Strand und das war vielleicht eine Aufnahme, eine Originale, aber das wird hier schon ganz... Vier, fünf Stränden sind ja gleichzeitig gelandet. Da waren ja amerikanische Truppen, britische Truppen, kanadische Truppen. Ich glaube, die sind an fünf Stellen gelandet, dass die natürlich nicht alle fünf Stellen zeigen. Das ist klar. Die, war ja so ein riesiger Bereich da an der Küste. Die haben sich hier wirklich auf seine Einheit konzentriert. Aber, ja, gut, das aber ich denke mal, so oder so war es schon schlimm genug. Ja, das also, sicherlich. Nur die Verluste der Alliierten muss es natürlich, um das Grauen auch ein bisschen zu zeigen. Ja. Wenn du manchmal hörst, was in einzelnen Schlachten an Toten war, da würden manche Leute das vielleicht gering schätzen. Sondern aber 5000 Leute gefallen. Also bei der einen Stelle, wo sie gelandet sind, sicherlich nicht die hier, die waren ja Omaha Beach. Ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, bei dem einen, da waren wirklich wenige Verluste auf Seiten der Alliierten. Wenn du das natürlich dann, ja, da kommen fast alle durch, dann fehlt ja der Schrecken und dann kann man das schnell wieder, auch wenn es dann historisch korrekt wäre, schnell so, oh ja, ne, Heldentum abstempeln, das wäre auch falsch. Und das wollte Spielberg, glaube ich, auch nicht. Nein. Aber es ist trotzdem beeindruckend, dass sie es generell geschafft haben, da durchzubrechen. Ja. Weil die Deutschen ja komplett im Bunker haben dort alles niedergeballert. Also. Kann man froh sein, dass da an der Ostfront noch der Krieg war, sonst wäre das wahrscheinlich auch noch anders gelaufen mit dem D-Day. Hätten die da alles konzentriert. Sind wir froh, dass das so gelaufen ist. Ja. Sonst, wie gesagt, an sich, sonst ein klasse Film. Gut, man kann jetzt auch nochmal diskutieren, ob denn zwischen den beiden großen Schlacht-Set-Pieces, das mit dem Sniper ist auch noch geil gemacht, aber dazwischen, wenn sie ein bisschen rumrennen durch die Landschaft und so, gut, da kann der ein oder andere vielleicht noch mosern, dass es ein bisschen sich zieht. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Finde ich auch nicht. Im Gesamten jetzt so, wenn man sich den mal bewusst anschaut und nicht als Jugendlicher, dann ist der rundum zusammengeschnitten. Also deswegen. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Nee, ich war fertig. Ach so, gut. Deswegen, also ich beende meine Sätze meistens mit Nuscheln. Das verliert also, sich dann so. Ja, also deswegen ist es ein toller Film. Es gibt halt für mich trotzdem nur ein, zwei Kritikpunkte, die man halt nicht immer unter den Tisch fallen lassen sollte. Es bleibt ein super toller Film, aber es ist für mich nicht einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten. Da ist für mich sind einige wie Platoon, Apocalypse Now, The Deer Hunter, Brotherhood und so noch ein Stückchen drüber.
Weil die für mich insgesamt noch runder sind. Dave will gerade auch noch ein Fazit geben. Platoon ist leider viel zu lange her, dass das beim nächsten Mal eine Erstsichtigung wäre. Ich weiß, ich habe ihn gesehen. Da müsste ich nochmal gucken. Aber ich würde jetzt ihn auch nicht zum Besten zählen. Also schon obere Drittel, ja, definitiv. Das definitiv. Top Ten können wir. Ist immer schwer, so eine Thematik immer hier in das Beste zurück. Ja, gut, aber, das ist aber auch ein Problem bei Hollywood-Produktion. Gleich Hype. Ja, das können sie. Das können sie wirklich. Und was bei rauskommt, das sieht man meistens. Deswegen ja auch mal das Hollywood-Accounting. Mit dem, ja, der muss das Doppelte einspielen, damit die Marketingkosten überhaupt drin sind. Na gut. Also wie gesagt, bleibt ein toller Film. Bevor wir es 100.000 Mal sagen. Ja, definitiv. Wollte das halt auch nochmal loswerden. Es wurde ja auch gewünscht. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, welcher Nutzer das war, welcher Abonnent. Ich sollte mir sowas mal notieren. Naja. Trotzdem, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen lieben Dank an Dave. Ja, kein Problem. Wenn er schon mal zu Besuch hierher kommt, dann dachte ich mal, können wir das auch gleich mal nutzen. Genau, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wie immer, das Geschwurbel. Das jetzt nicht. Das habe ich das machst du nicht zweimal. Nee. Okay. Wir werden nicht übertreiben. Man will sich nur auf zweimal. Jetzt muss das, weil ich es gesagt habe. Ach, verdammt. Ich kann nur irgendeinen anderen Quatsch einblenden. Den Discord vielleicht. Ja. Das Discord-Logo. Aber die wissen das. Ja. Denke ich mal. Ja, wie gesagt, sonst schaut gerne auch bei Dave rein. Ne? Link ist ja unten immer drin. Ja. Ne? Nutzt die Infobox, dafür ist er da. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat und schaltet das nächste Mal auch gerne wieder rein. Genau. Und bei ihm ja auch. Wenn ihr das seht, wenn ihr dieselben Ansichtspunkte habt, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. So. Oder wenn ihr noch mehr findet, obwohl ich das bezweifle. Ja, und wenn ihr das komplett anders seht, könnt ihr ja auch reinhauen. Genau. Deswegen. Ich lese mir das auch durch. Ja. Ich gucke da ganz genau hin. Ganz genau. er weiß, wie eure Nicknames dann sind. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.